So, hallo und willkommen zur DVD-Box Review Kritik. Wie ihr im ersten Video schon gesehen habt, geht es um diese Box. Und ich habe mir jetzt mal was anderes überlegt. Und zwar werde ich euch jetzt mit dem Handy mitnehmen. Und ich werde alles an drei Monitoren abfilmen, um zu zeigen, wie die Qualität der Box ist. Ich habe hier zweimal 27 Zoll Monitore, einmal einen ohne 3D, einmal einen mit 3D, den mit 3D. Beide haben Full HD Auflösung. Habe ich mit meinem Blu-ray Player hier verbunden und habe den Fernseher, den 32 Zoll Fernseher von Grundig. Den habe ich angeschlossen via HDMI mit der Grafikkarte in meinem Rechner und habe zusätzlich noch diesen Monitor über DVI-D mit meiner Grafikkarte verbunden und diesen kleinen Monitor hier habe ich über HDMI 1.4 mit meinem Blu-ray Player verbunden. Warum habe ich nicht den großen Fernseher mit meinem Blu-ray Player verbunden? Ganz einfache Erklärung. Wenn ich euch die Qualitätsunterschiede nun präsentieren werde, könnte ja einer kommen und sagen, das hat ja, du hast ja die DVD von der Box an dem großen Fernseher ablaufen lassen. Und deine restaurierten Filme und die VHS-Aufnahmen nur an den kleinen 27 Zoll PC-Monitoren. Zudem wird die Darstellung am PC etwas unschärfer als über den Blu-ray Player und den Fernseher, weil der Fernseher das Bild auch von älteren Filmen besser rüberbringen kann als ein PC-Monitor und eine Grafikkarte. Nun, deshalb habe ich diesen großen Monitor mit meinem PC verbunden, um euch richtig präsentieren zu können, wie die Qualität tatsächlich ist. Das sind jetzt noch verhältnismäßig kleine Fernseher. 32 Zoll ist noch ein relativ kleiner Fernseher für heutige Verhältnisse. Im Wohnzimmer steht ein 40 Zoll Fernseher. Wenn ihr wollt, kommt auch noch eine Kritik zu diesem Fernseher, wie ich es bereits im anderen Video erwähnt habe, wo ich dann an diesem Fernseher die Filme ablaufen lasse oder die Filme nicht aus rechtlichen Gründen, aber gewisse Szenen und Standbilder, um es euch zu präsentieren. Also wie gesagt, an dem großen Fernseher seht ihr nun eine restaurierte Folge von mir. An den beiden 27 Zoll Monitoren seht ihr je eine VHS-Aufnahme und eine Folge aus der DVD-Box hier. Ich habe hier eine DVD schon mal ins Laufwerk gelegt, damit ihr seht, dass es hier sich auch nicht um eine TV-Aufnahme handelt, die ich euch präsentiere, sondern wirklich von dieser Box. Habe ich hier die erste DVD eingelegt. Es wird jetzt je ein Video geben, das ich hochlade, zu je einer DVD. Denn wie wir wissen, sind in den Boxen ja, oder in der Box, sagen wir so, sind ja 10 DVDs enthalten, 10 Stück. Und ich werde jetzt jede einzelne DVD, wo je circa 5 bis 6 Folgen drauf sind, nacheinander reinlegen, diese vergleichen. Also eine hat schon ziemlich loses, die fliegt andauernd raus, und zwar ist es diese hier. Da ist die Halterung ziemlich, wie ihr hier seht, also ziemlich labil. Da irgendein Produktionsfehler, was weiß ich. Hier sitzt es nämlich fester drin. Ich werde jede einzelne Folge reintun und sofern ich es besitze, ich besitze nicht von jedem eine VHS-Aufnahme, aber eine restaurierte Folge, ich werde jede restaurierte Folge an einem dieser Monitore ablaufen lassen und auch die DVD-Box. Also an der hier werdet ihr an dem mittleren Monitor werdet ihr die DVD sehen. Also die DVD-Box, die Folge aus der DVD-Box, die es zu kaufen gibt. An diesem werdet ihr eine VHS-Aufnahme sehen und an diesem großen meine restaurierte Folge. Damit auch niemand irgendwie behaupten kann, wie ich es vorher erwähnt habe, dass ich ja einfach
die DVD-Box am großen Monitor ablaufen lassen habe und die anderen bloß am kleinen. Damit auch niemand behaupten kann, dass die Bildqualität an diesem, von der DVD-Box an einem PC-Monitor schlecht darüber kommt, weil die Grafikkarte und der PC-Monitor Filme nicht so gut darstellen können wie ein Fernseher, kann ich es nun auch widerlegen, denn ich habe diesen Monitor, diesen 3D-Monitor Full HD, über den DVD-Player verbunden, was ich euch auch zeigen werde. Hier ist der DVD-Player. Und hier hinten, ich tue mal die Box auf die Seite, hier hinten kommt die, kommt das HDMI-Kabel rein, dieses hier, das silberne, was dann weitergeht und in diesem Monitor hier mündet. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. In diesem Monitor, da steckt das andere Kabel. Also das bedeutet, dieser Blu-ray-Player ist mit diesem Monitor verbunden. Also alles von der Dick-und-Doof-Box werdet ihr in dem mittleren 27 Zoll Monitor sehen. In diesem über DVD verbunden werdet ihr eine VHS-Aufnahme sehen. Und über diesen hier werdet ihr meine restaurierte Folgen sehen. Ich fange dann mal an. Und ja, es gibt zu jeder DVD in dieser Box gibt es ein Video, das ich hochladen werde. Ich werde hier Fernsehjuwelen nicht schlecht reden. Ich werde auch meine Meinung dazu sagen. Ich möchte auch noch am Ende meiner Episoden dieses T-Shirt hier verlosen. Es ist leider nicht gebügelt, aber ja, es ist von eBay, habe ich mir das mal erworben, aber ich ziehe es eigentlich nicht mehr an, in Größe S. Wo Stan Laurel zu sehen ist, das werde ich dann verlosen. Aber wie gesagt, das kommt erst am Ende meiner 10 DVD-Videos, weil ich werde ja zu jeder DVD ein Video machen. Ich habe hier alte VHS-Aufnahmen auf DVD überspielt mit einem guten Toshiba-Gerät meines Onkels, das sehr gut überspielt. Also da gibt es kaum Qualitätsverlust. Da habe ich zum Beispiel Schiff mit kleinen Löchern und Schicksal und Skandal im Regenbogenclub. Ich habe, wie gesagt, nicht alle 98 Folgen als VHS, aber ihr werdet es am Unterschied erkennen. Also es wird nicht zu jeden 98 Folgen auch ein VHS-Qualitätsvergleich geben, aber es wird auf jeden Fall zu jeder Folge, die hier drauf ist, mit Ausnahme von den Mehrteilern, die ich ja damals nicht restauriert habe, weil mir die Spielfilme von Lachen Sie mit Stan und Olli reichen, es wird zu jeder DVD oder zu jeder Folge auf dieser DVD, wo ein Kurzfilm gezeigt wird oder ein Stummfilm mit Voice-Over von Hans-Dieter Hüsch, zu jeder wird es eine restaurierte Folge von mir an diesem Fernseher zum Vergleich geben, ein 32 Zoll 3D Full HD Grundig Fernseher über HDMI verbunden. Und hier wird dann die Original DVD Box von Fernsehjuwelen wird dann da zu sehen sein, beziehungsweise diverse Fotos oder Standbilder, denn ich werde hier keine komplette Folge ablaufen lassen, aus rechtlichen Gründen. Und ja, ich werde einfach nur eine Review machen, einen Vergleich, mehr nicht. Ich werde, wie gesagt, auch Fernsehjuwelen nicht schlecht reden. Ich werde einfach den Qualitätsunterschied darstellen. Ich werde dazu auch etwas weiter weg von meinem Fernseher gehen, damit ihr die Qualität dann noch seht und werde euch... Sollte man es am Handy nicht wirklich gut erkennen, werde ich euch dann auch berichten, wie ich das Bild empfinde. Ich bin jetzt hier so circa an meinem Bett hier. Ich bin hier so circa 3, 4, 5 Meter vom Fernseher entfernt. Ja, eher 2,5 Meter, beziehungsweise von den Monitoren. Und werde dann euch auch berichten, wie das Bild aus der Ferne aussieht. Denn wie wir wissen, vor allem bei alten Aufnahmen, umso näher man an den Monitor herangeht, umso schlechter wird das Bild und umso verpixelter. Deshalb sollte man beim Fernsehen generell so 2 Meter vom Fernseher weg sitzen, besser noch 3, damit das Bild auch gut rüberkommt und man alles gut erkennt. Ich habe hier die Dick und Doof Zweitausgabenbox, die dritte Edition, die dritte Collection.
Und mir ist aufgefallen, und das werde ich euch auch zeigen, dass die von Studio Channel, was ja nicht verwerflich ist, aber was mir halt aufgefallen ist, sich hier sehr stark, wie gesagt, in meinem anderen Video habe ich ja bereits erwähnt, dass sie sich sehr stark an der Special Edition Ausgabe orientiert haben. Aber wie man hier sieht, haben sie sich auch sehr stark an der Dick und Doof Kollektion, also die zweite Ausgabe orientiert von Kinowelt. Ich finde es nicht verwerflich, man kann ihnen auch keinen Vorwurf machen, denn bei Kinowelt sah es ja so ähnlich aus. Ich dachte, die wollten, um den Fans eine Freude zu machen, das alles in Kinowelt-Manier quasi machen oder halt in, wie die Boxen damals, die Zweitausgaben waren. Wie gesagt, ich finde die Box in Ordnung optisch, obwohl mir halt die Farbe Orange nicht so gefällt. Von dem her hätte ich sie ja in Braun oder in Blau oder was auch immer viel schöner gefunden oder in Schwarz oder Grau, was weiß ich. Also wie gesagt, das ist einfach nur eine optische Meinung, weil ich halt was gegen die Farbe Orange habe und die halt auch nie als T-Shirt tragen würde. Ich zeige euch auch noch kurz das T-Shirt, das ich mir jetzt gekauft habe, das ich wahrscheinlich auch verlosen werde, da ich es einfach viel zu selten anziehe. Aber ich werde jetzt erstmal dieses T-Shirt hier verlosen und dann dieses, das ich gerade selber trage. Ich hoffe, man kann es erkennen. Dieses hier. Ja, also wie gesagt, seid gespannt. Es wird jetzt dann heute noch eine Kritik zu DVD 1 kommen, wenn ich es schaffe, auch noch zu DVD 2. Und ich werde, wie gesagt, immer das bildlich vergleichen. Sofern ich es besitze, werde ich eine VHS-Aufnahme zeigen, die ich in ziemlich guter Qualität auf DVD überspielt habe mit einem Toshiba-Gerät. Und ich werde die Original-DVD-Box, also die Folge aus dieser Box hier zeigen. Und ich werde auf diesem Fernseher dann meine restaurierte Folge zeigen, die ich mit Kinowelt-Material, also mit den Kinowelt-Episoden restauriert habe. Und dann halt den deutschen VHS-MP3-Ton aus dieser Dick und Doof-Serie darunter gelegt habe. Ich wünsche allen noch einen schönen Abend. Seid gespannt. Also heute Abend wird ein Video schon kommen, definitiv. Das andere wird dann wahrscheinlich eventuell noch um 22 Uhr kommen oder es wird morgen kommen, je nachdem, wie ich eben Zeit habe. Ich werde, wie gesagt, eine richtig ausführliche Review machen und werde zu jeder einzelnen DVD in dieser Box einen Qualitätsvergleich machen. Und am Ende werde ich euch dann, wenn die Episoden fertig sind, wenn alle 10 Videos fertig sind, werde ich euch dann eine Kritik geben, was ich generell von der Box halte. Ich kann jetzt so viel schon mal sagen, ich habe schon mal ein bisschen reingespiegelt. Ich bin von der Box nicht begeistert, aber sie ist auch nicht schlecht. Man kriegt in Amazon deutlich schlechteres qualitativ und so von Dick und Doof und Laurel und Hardy zu bieten, zu kaufen. Aber ich muss für meine Verhältnisse sagen, da ich halt die Folgen alle selber restauriert habe, ist die Box nichts für mich, aber sie ist definitiv gut. Also ich kann bis jetzt, ich habe auch getrübte Vaterfreuden mal verglichen, also was ja bei der einen Kritik in Amazon so schlecht gemacht wurde. Ich finde getrübte Vaterfreuden nicht so schlecht, wie es gemacht wurde, also wie die Kritik gemacht wurde, aber ich finde die Folge dennoch in Ordnung. Also für Leute mit einem Röhren-TV oder mit einem kleinen 27-Zoll-TV, wie ich jetzt hier einen Monitor habe, kann ich die Box definitiv empfehlen, weil aus 2 bis 3 Metern Entfernung ist das Bild dennoch in Ordnung. Von dem, was ich bisher gesehen habe. Wie gesagt, ich werde mir alle Folgen mit euch gemeinsam mal durchzeppen oder durchzippen und dann die Meinung von mir dazu sagen am Ende. Es gibt dann noch ein Statement-Video, wenn alle 10 Episoden verglichen wurden, wo ich dann meine Meinung sage. Ich sage aber gleich im Vorweg, ich werde Fernsehjuwelen nicht schlecht reden. Ich werde aber Fernsehjuwelen auch nicht in den Himmel hochloben. Ich werde meine ehrliche Meinung sagen. Und ich kann aber jetzt schon sagen, dass die Box sich definitiv lohnt, wenn man noch gar nichts aus dieser Serie besitzt, wenn man sich selber nicht die Folgen restauriert hat, wie es ich damals gemacht habe, und
wenn man selber und wenn man die oder wenn man meine Folgen von damals nicht hat oder also wenn man von dieser Serie noch gar nichts besitzt, kann ich die Dirk und Doof Box auf jeden Fall empfehlen. Genauso kann ich sie auch empfehlen, wenn man sich selber die Folgen damals nicht restauriert hat mit Kinoweltmaterial und sich die Mühe nicht gemacht hat, dann kann ich die Box auch definitiv empfehlen. Und qualitativ kann ich jetzt so viel schon sagen, ist die Box in Ordnung. Also es ist kein Krampf oder kein Schrott, den man zu kaufen bekommt, wie man es bei vielen Amazon-DVDs geboten bekommt, wo dann katastrophale Bildqualität geliefert wird und dann auch noch das meiste nur Stummfilm ist und gar nicht wie angepriesen in Tonformat. Also hier kriegt man wirklich das, was versprochen wird. Aber wie das im Endeffekt genau aussieht, wie es qualitativ aussieht, was ich davon halte, davon werdet ihr in den nächsten Videos erfahren. Ich wünsche allen einen schönen Abend und ich danke fürs Zusehen.